Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier beim Alliance of Entertainment Gaming Cup 2016. Wir sind immer noch in der ersten Disziplin League of Legends Ultra Rapid Fire im zweiten Match zwischen Team Feuer und Team Eis. Wir haben einen kleinen Wechsel für FineEye, spielt jetzt Shadow Shuriken und für Lady Maylin spielt jetzt Rolli. Trotzdem weiterhin Team Feuer klarer Favorit, spielt weiterhin mit einem Gold- und einem Platin-Spieler und Team Eis spielt weiterhin mit einem Silber- und einem Bronze-Spieler, wenn auch niedrigeres Gold und höheres Bronze. Wir werden sehen, ob sich das erkennbar zeigt im Spiel. Die Bans für Team Feuer, Alistar, ein sehr nerviger Champion. Zed auch, wie gesagt, ein, ja, sehr starker Champion im 1v1, war ja auch im letzten Game schon gebannt, damals glaube ich von Team Ice. Und der Malphite. Zed und Malphite sind schon Targetbans gegen Rolli. Wir werden sehen, für was er sich dann hier entscheidet. Auf der anderen Seite Fizz gebannt, den man hier auf jeden Fall vermeiden möchte. Verständlich, wie gesagt, zweimal Movement Speed. Ja, nee, nicht Movement Speed, sondern Mobility Spells. Den Jax, man will einfach hier das, keine Wiederholung des ersten Games. Und die Riven, ein Stück weit sicherlich ein Target-Ban gegen Shadow Shuriken. Jetzt schnell gehovert hier von Team Feuer mit dem Blitzcrank. Und jetzt gewechselt auf den Wukong. Werden sehen, für was sich hier Team Ice entscheidet. Bis jetzt ja noch nichts eingewechselt. Blitzcrank ist natürlich auch ein sehr nerviger Champion, der mit einer richtigen Kombination von einem guten Damage-Dealer natürlich auch sehr stark sein wird. Jetzt im Moment verweilen sie hier beim Vladimir, jetzt wieder gewechselt zum Ryze. Auf der anderen Seite haben wir den Karma-Hover, auch ein sehr starker Champion mit hoher Reichweite und gutem Poke. Und wir haben unsere Kontrahenten. Für Team Feuer ist das Blitzcrank und Vladimir. Vladimir auch ein sehr nerviger Champion durch viel Sustain und die Möglichkeit mit der Pfütze zu dodgen. Und auf der anderen Seite haben wir Karma mit gutem Poke und die Sejuani, die ich hier in diesem Fall nicht optimal finde. Aber erstmal, wir sind in Game. Ja, um nochmal zur Sejuani zurückzukommen, hat sicherlich eine starke ultimative Fähigkeit und auch ordentlich Schaden mit guter Tankiness. Allerdings müssen sie erstmal bis zu diesem Punkt kommen, wo Sejuani wirklich den großen Impact hat und natürlich mit der mit der Blutlache des Vladimirs ist natürlich auch die Gefahr groß, dass so eine ultimative Fähigkeit wie das Eisgefängnis von der Sejuani sehr leicht gedodged werden kann. Hier der erste Grab knapp verfehlt. Sie versuchen sich ein bisschen einen Schlagabtausch zu liefern. Am Anfang wieder kleiner Damage-Vorteil, diesmal für Team Eis mit der Mantra kombiniert mit dem inneren Feuer, was hier getroffen hat auf dem Blitzcrank. Bei Team Ice starten beide Spieler gleich mit dem Zauberstab und ein bisschen Magieresistenz. Auf der anderen Seite haben wir einmal Full AP mit dem übergroßen Stab für den Blitzcrank und dem Zaubervampir für den Vladimir. So, Karma versucht gleich hier effektiv zu Wave clearen. Rolli muss hier erstmal sehr defensiv spielen. Die Frage ist, ob sie es schaffen, lange genug durchzuhalten. Wieder Grab verfehlt hier von Shadow Shuriken. Und Grab den Minion, aber der Cooldown ist ja sehr gering. Die Aufgabe des Wave Clears auf der anderen Seite bei Team Feuer liegt hier klar bei Vladimir. Da hat Sejuani gerade einen. Ja. Oh, und schon wieder der Grab verfehlt. Sejuani steht da eindeutig zu weit vorne, aber Shadow Shuriken gelingt es nicht, hier aus diesem groben Fehler Kapital zu schlagen. Verfehlt hier zwei sichere Grabs. Das ist ja schon fast peinlich. Und erneut der versuchte Grab wieder daneben. Allerdings spielen sie jetzt und da ist der Grab und sofort eine Menge Damage auf Rolli mit seiner Sejuani.
Sie müssen sich jetzt hier weiter unter den Turm zurückziehen, müssen aus sicherer Distanz Wave clearen. Team Feuer hat schon einiges an Damage am Tower gemacht. Schon wieder, ja, ergibt sich ein Bild, was in Spiel 1 ähnlich war, dass sich Team Feuer sehr unter den... Und jetzt wird Karandiba gegrabt, Flash da raus, kassiert trotzdem eine Menge Damage und Rolli wird nochmal reingegrabt. Ist das das First Blood? Ja, und der Double Kill für den Wladimir. Das wird hier keine so enge Partie wie in der letzten Runde, zumindest macht es bis jetzt den Anschein. Schon jetzt 2 Kills nach gut 3 Minuten. Wir werden sehen, auch klares CS-Advantage jetzt für den Wladimir hier. Blitzcrank versucht weiter hier zu grabben. Für mein Verhältnis sollte sich hier die Sejuani eher zurückhalten und die Karma Wave klären lassen. Begeht dort, ja, hohe Risiken, gegrabt zu werden. Allerdings bis jetzt auch keine sehr überragende Leistung von Shadow Shuriken mit dem Blitzcrank. Aber wenn er natürlich einen, ja, Grab trifft, dann ist das sofort tödlich. Und da ist er wieder, die ultimative Fähigkeit vom Wladimir. Der Schild nochmal von der Karma, um da das Unausweichliche ein bisschen herauszuzögern. Guter Return Damage von der Karma mit dem Mantra und dem inneren Feuer. Aber es reicht nicht für einen Kill und der Wladimir mit dem Sustain hier kann sich sehr schnell wieder nach oben heilen. Karma noch einmal mit Damage auf Blitzcrank, hat geschafft hier die Passive rauszuholen. Versucht jetzt weiter zu Wave clearen. Erneuter Grab-Versuch von Blitzcrank, wieder nicht getroffen. Sejuani ist wieder da. Und jetzt erneuter Grab-Return-Kill von Sejuani. Versucht jetzt hier hinterher zu gehen. Sieht aber schnell ein, dass sie gegen den Wladimir im Moment nichts machen kann. Trifft jetzt den Schneeball, will aber hier auch sicherlich nicht reingehen. 4:1 für Team Feuer. Ob sie hier noch einmal zurückkommen werden, ja, mag ich schon fast bezweifeln. Jetzt allerdings auch die Sejuani mit ihrem Eisgefängnis. Wir werden sehen, wie gut dort, in welchen Einfluss diese ultimativen Fähigkeiten von Sejuani haben. Jetzt erneuter Grab versucht, weit vorbei, ultimative Fähigkeit kann im ersten Moment nichts machen und sehr viel Schaden mittlerweile. Da ist doch schon an den Items, jetzt wo Blitzcrank einmal gestorben ist, auch einiges da an Schaden, auch mit dem Wladimir. Das tut weh. Hier der Heal, Summoner Heal von Blitzcrank, nicht wirklich benötigt, aber mit einem Cooldown von einer Minute kein sehr großer Verlust. Der erste Tower ist schon fast down hier. Sie müssen aufpassen. Karma versucht hier weiterhin mit ihrem inneren Feuer da zu Wave clearen. Gelingt ihr teilweise. Sie braucht leider mehrere Anläufe, um dort eine Wave zu clearen. Hat auch im späteren Spielverlauf nicht die Chance, eine Wave komplett zu one-hitten. Und Grab knapp verfehlt wieder auf der Sejuani. Sejuani ist hier klar das Ziel und kein sehr gutes Eisgefängnis. Jetzt aber Karandiba gegrabt und natürlich sofort tot. Roman geht da nochmal rein. Meiner Meinung nach auch ein Fehler. Konnte dort nichts mehr machen. Sejuani leider mit keinem sehr großen Impact bis jetzt. Allerdings zahlt sich auch der Pick von Karma bis jetzt noch nicht aus. Jetzt der erste Turm zerstört, 7:1 hier nach 7 Minuten. Klares Goldlead über 2000 für Team Eis und schon wieder ein Kill. Wieder geht Rolli danach noch rein, kann hier allerdings nichts mehr anrichten. Double Kill für den Blitzcrank. Das wird hier ein ziemliches Blutbad. 9:1 mittlerweile. Ich glaube nicht, dass Team Ice hier in dieser Best-of-3-Serie nochmal zurückkommen kann. Jetzt wieder der Summoner hier.
um ein bisschen Leben auszugleichen. Karma ist wieder da, versucht sofort hier zu Wave-Clearen. Ist natürlich schwierig, der Wladimir-Pick. Sicherlich, sie können nicht sehen, was das andere Team auswählt, aber unbewusst natürlich der Wladimir ein sehr starker Counter-Pick. Sowohl gegen die Karma, die halt hauptsächlich sehr viel Poke hat, gegen den halt der Sustain einfach zu stark ist. Und auf der anderen Seite halt das Dodgen des Eisgefängnisses. Wieder gut gedodged in letzter Sekunde vom Wladimir. Zwei Grabs getroffen auf Sejuani. Dritter Grab. Versucht hier noch den Return Kill zu holen. Schafft das auch. Und jetzt Doppelkill für Team Ice. Ein Kill für die Karma und ein Kill für die Sejuani, jetzt das kleine Ace, aber die Todestimer sind nicht wirklich lang hier nach 8,5 Minuten. Sie schaffen jetzt ein bisschen Schaden hier am Tor. Mal sehen, ob er sich diesmal rechtzeitig zurückziehen kann. Im letzten Game hatten wir da ja eine Situation, wo direkt nach so einer Ace-Situation sofort wieder ein Kill entstanden ist. Und Wladimir ist auf dem Weg, noch ein bisschen mehr Damage am Tower hier auf etwas mehr als die Hälfte des Lebens runter. Aber das ist noch kein sehr großer Vorteil jetzt für Team Ice. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wieder ultimative Fähigkeit gedodged. Flash nach vorne von Wladimir und ultimative Fähigkeit. Aber die Grabs treffen einfach nicht. Da war auch das Exhaust auf Blitzcrank. Wir wollten hier auf Nummer sicher gehen. Und jetzt geht es um den inneren Turm von Team Ice. Allerdings, wie gesagt, immer noch starkes Wave Clear von Karma. Allerdings muss ich sagen, fast schwächer als bei, ja, dem Graves in der letzten Runde. Erneut das Eisgefängnis gedodged von Wladimir. Vielleicht sollte Rolli da lieber das Target wechseln und auf Blitzcrank engagen mit der ultimativen Fähigkeit. Das ist auf jeden Fall nicht sehr zielführend, hier jedes Eisgefängnis auf den Wladimir zu hauen. Bis jetzt noch keinen einzigen Stun damit getroffen. Wieder der Versuch und wieder gedodged. Jetzt ein Kampf. Der Versuch hier nochmal einen Kill zu holen, aber keine Chance. Die Karma sofort down. Chancenlos hier. Team Ice 12-3 jetzt für Team Feuer. Das wird hier, denke ich mal, relativ bald ein Ende finden. Jetzt kämpfen sie hier am Inhibitor. Werden den auch relativ bald bekommen. Relativ wenig Chance, den effektiv zu verteidigen. Und jetzt die erste ultimative Fähigkeit gegen Blitzcrank. Der kassiert auch jede Menge Damage, ist aber tanky, überlebt das sogar. Stirbt jetzt am Ende doch noch, aber auch der Double Kill für den Wladimir. Sie haben hier keine Chance. Wenn sie den Wladimir fokussen, dodgt er einfach die Ulti. Und wenn sie den Blitzcrank fokussen, tankt er einfach. Obwohl er nicht so starke Tank-Items hat, hier nur das Herz der Solari. Trotzdem tanky genug mit der Mana-Barriere. Und in der Zeit schafft natürlich der Wladimir eine Menge Schaden, der jetzt auch mit dem Rabadon sehr viel Damage zur Verfügung hat. Jetzt hier der versuchte Wave Clear weiterhin von Kara Hindiba. 14-4 nach knapp 12 Minuten. Jetzt natürlich mit Super Vasallen beginnt jetzt die Belagerung gegen den Turm. Und ja, trotz dass der... Und hier erneuter Grab auf Sejuani, bewegt sich hier kaum noch, macht kaum noch was. Wieder das Target auf Blitzcrank, der geht auch down, aber Wladimir kriegt natürlich hier eine Doppeltötung. Auch das Target auf den Blitzcrank zu legen ist nicht die beste Idee, wie man hier gesehen hat. Sie haben kaum eine Chance hier irgendetwas zu erreichen.
Karma steht hier 1-7. Dieser Pick hat sich auf jeden Fall nicht ausgezahlt für Karan lieber. Jetzt erste Ulti getroffen auf dem Wladimir. Kassiert hier jede Menge Damage von der Sejuani und stirbt hier zum zweiten Mal. Sie verlängern hier noch ein bisschen das Wackeln. Die Frage ist, für wie lange? Und Blitzcrank versucht hier die Heals für das Gegnerteam zu denyen. Einen bekommt er. Den anderen holt sich Kara in die Bar. Versuchen jetzt natürlich vorsichtig nach vorne zu pushen. Wissen, Wladimir ist wieder auf dem Weg. Blitzcrank ist zwar noch alleine, aber sie schaffen es nicht, ihn zu bursten, bis Wladimir wiederkommt. Und nach vorne gedasht mit dem arktischen Ansturm hier und die ultimative Fähigkeit leider nicht getroffen von Rolli. Ziehen sich jetzt zurück. Allerdings, wohin ziehen sie sich zurück? Dort sind keine Tower mehr. Sie müssen früher oder später kämpfen. Engagen jetzt wieder auf den Blitzcrank. Exhaust. Karaniba versucht da zu kiten und wegzukommen. Schaffen jetzt hier nochmal den Blitzcrank zu holen. Aber dann, jetzt wird wieder der Double Kill für Wladimir. Und ich denke, das müsste das Game gewesen sein. Jetzt wird hier auf der Leiche getanzt. Das ist nicht schön anzusehen. Und jetzt der Damage hier von der Fountain. Fast schon wieder der Execute. Das hätte Ärger gegeben. Ein ähnliches Szenario haben wir ja schon im ersten Game gesehen. Gerade nochmal so verhindert. Und jetzt, ja, wird er hier den Nexus holen. Beide jetzt gleich wieder am Leben. Versuchen jetzt nochmal zu engagen. Wird allerdings schwierig, dass Sonjas von Wladimir allerdings keine Chance, ihn da rechtzeitig zu töten. 2-0 für Team Feuer nach einer, ja, nicht mehr ganz so engen Partie wie in der letzten Runde. Starker Wladimir mit 12-2-6. Shadow Shuriken mit dem Blitzcrank hat wichtige Grabs getroffen, allerdings auch sehr viele verfehlt. Am Ende 6-5-12. Ja, Karaniba konnte für mich mit Karma nicht überzeugen, obwohl es ein starker Pick ist. Und Sejuani hat sich auch nicht wirklich ausgezahlt, was allerdings auf den Wladimir zurückzuführen ist. Auf jeden Fall klarer und verdienter Sieg für Team Feuer. Holt sich hier die 5 Punkte der ersten Disziplin. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass auf der Website der Alliance of Entertainment unter dem Gaming Cup jede Menge Informationen zu diesem Turnier sind. Link ist auch in der Beschreibung. Dort finden sich auch alle Videos zu den Disziplinen und noch ein paar Videos drumherum. Ich werde jetzt noch versuchen, hier den ein oder anderen aus den Teams zum Interview zu bekommen. Wir werden sehen, mit wem wir da gleich sprechen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Disziplin. Diese wird Rocket League sein. Allerdings ist auch die Spezialdisziplin Anno 1404 Venedig in der Vorbereitung. Diese hätte auch schon starten sollen, musste allerdings wegen technischen Schwierigkeiten leicht verschoben werden. Von daher bleibt mir nicht viel mehr übrig, als zu sagen, wir sehen uns bei Anno und bei Rocket League. Ciao!